erste ist der Schriftzug Lenbachhaus, den Sie an der Fassade des Forsterschen Anbaus finden, von Thomas Demand. Thomas Demand hat dabei aus der ersten Schrift, einer Antiqua-Schrift, die 1929 für die erste Publikation des Lenbachhauses Verwendung fand, und dem Schrifttyp einer Grotesque-Schrift, die wir heute verwenden, eine, für jeden Buchstaben eine Skulptur entwickelt, die plastisch arbeitet. Also ein Bildwerk, das etwas herausfällt aus seiner übrigen Produktion. Wir sehen ja oben dann Embassy, die er arbeitet. Aber das spezifisch für das Haus, eine Bezeichnung, weil man jedenfalls unsere Auffassung heute nicht mehr davon ausgehen kann, dass jeder Mensch aus der ganzen Welt jedes Gebäude, das in einer fremden Stadt findet, sofort kennt, bloß weil es so berühmt ist. Das zweite ist eine Skulptur von Olafur Eliasson im Atrium, die jetzt schon mehrfach vielleicht in Publikationen und Karten gezeigt wurde, die den Titel Wirbelwerk trägt, eine Skulptur, die ausgehend von einem umgekehrten Tackling-Turm eine dynamische Bewegung von unten nach oben und wieder von oben nach unten zum Ausdruck bringt und mit den farbigen Gläsern und dem, je nach Licht und Tageszeit, gibt es dann Projektionen von diesem Leuchtwerk auf die Wände. Sie weist auf die Gemäldesammlung hin. Das ist jedenfalls Eliassons Absicht gewesen, der sich ja mit unserem Haus in verschiedenen Ausstellungen und früheren Arbeiten auseinandergesetzt hat. Und das dritte ist im nördlichen Stiegenhaus, in dem sogenannten Kresseltrakt, eine Leuchtlichtstelenarbeit von Dietmar Tantel, die den Titel Rotweinrot trägt, der österreichischen Abkunft des Künstlers geschuldet, der seine Nationalfarben in den üblichen Rausch des Landes umgewandelt hat, in Rotweinrot. Eine Arbeit, die meines Erachtens wesentlich dazu beiträgt, dass dieses Treppenhaus, das im Zugang zum zweiten Obergeschoss, den es ja früher nie gab, schaffen muss, in Ordnung zu halten, zusammenzuhalten. Dietmar Tantel war der Künstler, der uns bei der LED-Lichtidee am Anfang am meisten geholfen hat, uns auf den richtigen Weg geführt hat.
Thank you.